Blauer Trank, schon wieder. Davon haben wir inzwischen recht viele, kann das sein? 4 Stück. Ich glaube, den probiere ich mal aus. Also, Sofortheiltrank, regenerative Heiltrank und Blaumacht, unsterblich. Sehr, sehr schön. Die brauchen wir auf jeden Fall für den Endfight. So viele wie möglich. Also ich werde dann einfach alle 1-2 Sekunden einen davon trinken. Ist bestimmt absolute Verschwendung, aber lieber so als andersrum. Dass wir dann in dem Moment sterben, weil ich vergessen habe, einen zu trinken. So, wir haben eine bessere Rüstung. 2 Ladungen sind auf dem Stab noch drauf und wir sollten langsam mal wieder was essen. Noch 1-2 Treffer, dass wir das Essen einigermaßen gut auskosten. Denn ich habe schon recht oft jetzt in diesem Leben aus Versehen was gegessen bzw. getrunken. Das ist nicht so gut. Oh, ein Kettenhemd. Helm. Der genauso viel Rüstungsklasse hat wie unser Lederhelm. Du kannst weg. Haben wir noch einen billigen? 2 bis 22. 2 bis 22. 1 bis 21. Der kann weg. So. Das war jetzt auch schon wieder das Level. Die gehen echt flott hier. Aber ja, das ist halt zufallsgeneriert. Zufällig kann auch zufällig kurz sein. Was für uns natürlich nicht so gut ist eigentlich. Wir kriegen weniger Erfahrungspunkte. Wir kriegen... Oh. Weniger... Ausrüstung. Hey, der Blitzstrahl geht durch Gegner durch. Das ist ja auch mal praktisch. 2 bis 22 kommt auch mit und ein Ale. Außerdem hatten wir gerade ein Level up und dementsprechend unsere Lebenspunkte voll. Sehr schön. Ebene 5. Bleibt nicht mehr viel. Da kommt ein Xwart. Zack. Also ja, die blauen... Ax. 3 Blitzstrahle auf so einen doofen Wurm. Das ist doch albern. So, starb es auch alle. Also ja, ich wurde richtigerweise darüber informiert, dass es doch blaue Humanoiden gibt. Und zwar sogar bei D&D. Und zwar die Xwarte, die man ja aus Baldur's Gate zum Beispiel kennt. Piu, piu. Ah, also diese Feuerbälle sind viel zu langsam, um die Augen zu treffen. Ich wollte gerade sagen, warum gehen die Ladungen nicht weg? Aber wir haben anscheinend aus dem Inventar was genommen und nicht aus der Hotleiste oben. Ja. Genau, den Stab hatten wir aus den aktiviert. Ich wollte aber eigentlich den da. Denn wir haben echt zu viele Stäbe im Inventar. Ich hätte gerne lieber mehr Platz für Heiltränke. Teleport. Nö, die lasse ich liegen. Obwohl, wir haben ihn noch nie ausprobiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Teleportspruch uns einfach zufällig irgendwo auf der Karte hin teleportiert. Und das kann zwar ganz praktisch sein, vor allem wenn man eine Magierklasse spielen würde, was wir nicht tun, wir sind ein Allrounder zwangsweise. Aber für uns jetzt so, weiß ich nicht, wir könnten da mit dem Todesstrahl einmal ausweichen, aber das ist halt unkontrolliertes Ausweichen. Vielleicht weichen wir dann hinter den Todesmagier aus und... kriegen dann gleich wieder einen Schuss abgebrezelt, weil wir keine Deckung haben. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Größere Heilung ist da schon besser. Also den schmeißen wir jetzt mal weg. Und wir sprechen jetzt einfach mal den Teleportspruch, nachdem wir das hier aufgehoben haben. Und gucken. Ups. Wir sind... Oh, ein kleines Stückchen zurück teleportiert worden. Nö, die hebe ich jetzt nicht mehr auf. Genau wie diese Flammen- und Blizzard-Spruchrollen. Da ist mir mein Inventar einfach zu schade für. Du kommst mit. Du bist leer, genau. Da geht's schon wieder runter. Na, ich sollte nicht auf dem Wasser kämpfen. Komm schon. Level up. Sehr schön. Wieder ein Heiltrank gespart. Rüstungsklasse 7. Und hier war doch irgendwo noch eine Flattermaus. Hm, na gut. Also, du kannst mal mit dem den Platz tauschen. 8 bis 28. Aber ich habe ja gerade selber gesagt, diese Feuerbälle sind ziemlich langsam. Ich denke nicht, dass wir die benutzen sollten im Kampf gegen den Todesmagier da. Die grün vielleicht? Ich weiß gar nicht mal, wie schnell die waren. Müssen wir gleich mal testen.
Ebene 6. Schluck. 4. 8 Rüstungsklasse. Ah, ich glaube, die sind ein Ticken schneller, aber auch nicht wirklich viel. Also das Beste sind wirklich diese Blitzstäbe. Die sind quasi instant. So, 8 Rüstungsklasse, 8 Rüstungsklasse ist genau das gleiche. 4 Rüstungsklasse. 5 Rüstungsklasse. Nö, so schnell werden wir wohl nichts Besseres finden. Eine Flattermaus und ein Xwart. So, eine Hose. Noch eine Hose. Alle nicht gut genug. Schädel wollen wir nicht. Wir haben genug Zeug im Inventar. Oh. Ladung alle. Ja. Zack. Zwei von diesen fliegenden Augen. Also ja, sie machen nicht allzu viel Schaden, aber wir sind ja eh gerade dabei, ein bisschen unsere Stäbe auszusortieren. Da. Oui. Aufgeladen. Schwusch. Na komm. Na komm. Mist. Bleib stehen, du Lump. So. Da geht's schon wieder runter. 7 AC reicht nicht. Und da hinten sehe ich doch, oh, was zu essen, was wir gleich essen werden müssen. Also erstmal kann der Stab weg. Was sagen unsere Erfahrungspunkte? 70 Stück noch. Ist das viel? Na komm, wir versuchen nochmal. Oh, da ist noch mehr zu essen. Kein Platz. Okay. Also, sofortiger Heiltrank. Regenerativer Heiltrank. Arcana-Trank. Was macht Lila? Lila ist Gift. Da essen wir nochmal einen Apfel hinterher. Das müsste das eigentlich negieren. Und vielleicht auch ein bisschen was Positives rausholen. Dann haben wir immer noch den grünen und den schwarzen Trank. Haben wir noch hier noch irgendwas zum Erforschen? Ja, hier oben. Und ja, das Gift wurde aufgehoben. Wir haben also keine Lebenspunkte verloren. Und wir kriegen jetzt noch, wie viel dazu? Wir waren bei 11. Wahrscheinlich auf 16. Nö, sogar mehr. Okay. Also Gift zieht anscheinend echt nicht viele Punkte ab. 5 oder so. Und da das Essen 5, 10 regeneriert, kam mit plus 10 bei raus. Und das war schon wieder so ein doofer Eisstab. Wahrscheinlich ist jetzt der Eisstab die Lösung, um das Spiel zu beenden. Und ich schmeiße jedes Mal weg. Aber das werden wir dann sehen müssen. So, komm schon. Papa braucht Erfahrungspunkte. Es geht ja doch ganz schön gut weiter hier. Da oben ist noch eine Fledermaus. Da hinten ist noch ein Auge. Oh, noch eine Fledermaus. Komm her. 12 von 20. Ja, muss gleich noch mal was zu essen. Au. 6 von 20. Da muss ganz schnell was zu essen her. Jumm. Ein Apfel. Gib mir einen Zauberstab, damit ich nicht zu dem Wurm in Nahkampf muss. So, welcher war jetzt der Gifttrank? Oh, kommst du näher? Du kommst ja von hinter uns. Und hast was zu essen dabei. Na, schon mal okay. Reicht. Okay, du weg. Langsam haben wir keine Stäbe mehr. Das heißt, die Stäbe, die wir jetzt haben, sollten wir noch aufbewahren. Okay. Dann halt mal den Bogen gespannt. Zup. Sehr gut. Also, Essen kommt mit, Stab ist alle. Was sagen jetzt die Erfahrungspunkte? Noch 30 Stück. Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Und ein juwelenbesetztes Schwert. 7 bis 14. 9 bis 12. Ist ungefähr gleich. Teleportspruchrolle wollte ich nicht mitnehmen. Und das war's jetzt mit dieser Etage. Sehr schön. Dann gucken wir, was der nächste für uns bringt. Ich glaube, eine hatten wir jetzt noch, bevor der Maria kam. Und da müssen wir alles rausholen. Also wir müssen auf jeden Fall die 30 Erfahrungspunkte besorgen. Das dürfte nicht so das Problem sein.
Die könnten wir wahrscheinlich noch auf der Etage selbst, wo der Magier ist, bekommen. Was schmeißen wir mal weg? Gar nichts. Wir haben so schon genug regenerative Tränke, das passt. Bist du tot? Und wo kommst du schon wieder her? Das ist schon der zweite Bläuling, der einfach so aus dem Nix auftaucht, aus einem Gebiet, wo wir eigentlich schon waren. Ist hier irgendwo ein Spawner? Das wäre natürlich richtig unfair, wenn es einen Monster-Spawner geben würde. Könnte man sich theoretisch unendlich hochleveln, was absolutes Cheaten wäre, aber ja. Ebene 7. Oh. Das ist doch schon das Level. Ja. Okay, es sind grüne Blitze. Ich dachte schon, jetzt kommt jetzt schon der Todesmagier. Das wäre komisch. Eigentlich müsste der ja erst kommen, wenn wir den Schlüssel gedreht haben. Und wir haben nur noch 7 Lebenspunkte. Ja, die sind ganz schön garstig hier. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Da kommt noch einer. Können wir ihn anschießen und er uns nicht vielleicht? So um die Ecken? Dabei fällt mir gerade auf, wir bewegen uns ganz schön langsam. Was ist das für ein roter Blitz? Wir bewegen uns ganz schön langsam seitlich. Aber das mit dem Ausweichen könnte ein echtes Problem werden. Weil wir halt nicht schnell genug ausweichen können. Also wenn das da jetzt Todesblitze wären und einigermaßen besser zielen würde, hätten wir ein ganz schönes Problem. Ah, 10 Rüstungsklasse. Oh, sehr schön. Dann kann die hier weg. Die hier ran. Pfeile sollten wir wieder mitnehmen. Falls unsere Stäbe später ausgehen, können wir mit dem Bogen nämlich dann gegen den Magier kämpfen. Da ist die ominöse verschlossene Tür. Oh! Verschlossene Tür, doofes Skelett. 7 AC Leggings. Wir haben nur 5. Wir laufen immer noch mit unserem billigen Lederkäppchen rum. Aber da finden wir vielleicht gleich auch noch was. Es wäre auch eine Möglichkeit, dass wir in Nahkampf gehen können. Mit dem Magier. Vielleicht hält er dadurch weniger aus, aber das wäre ganz schön risikoreich. Also wir trinken dann 1, 2 Unverwundbarkeitstränke und versuchen ihn so schnell wie möglich niederzuprügeln. Ich weiß nicht. Nee, lassen wir lieber. Da ist die Lava. Nee, wollen wir nicht rein. Jetzt haben wir den Schlüssel. Der kam recht schnell nach dem Schlüssel. Das heißt, wir sollten uns gleich vor der Tür mal aufbauen. Auf der Karte gucken, ob hier noch irgendwo was ist, was uns in den Rücken fallen könnte. Nee, hier waren wir schon rum. Und da geht's zurück. Nee, okay. Zuallererst sollten wir was essen. Irgendwas, so. Dann sollten wir die blauen Tränke hier so anordnen. Das sind unsere Unverwundbarkeitstränke. Hier ist ein großer Heiltrank. Ja, ein großer Heilzauberspruch. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr für unseren Zauberstab. Den Zauberstab können wir einfach so in die Hand nehmen. Den müssen wir nicht in der Hotleiste hier oben haben. Machen wir lieber so. Weil es kommen hier am Anfang diese fliegenden Schädel. Die müssen wir zuerst umbringen. Also gut. Öffnen. Sobald ich den Magier sehe, trinke ich sofort ein... Oh, da kommt nochmal das Glätte. Sobald ich den Magier sehe, trinke ich sofort die Arkantränke. Was ist denn rosa für ein Trank? Ich switch schon mal zurück auf den Stab. So, da kommt er gleich. Oder kam er die letzten Male jedenfalls. Komm her, Skelett. Du ruhig auch. Solange der Magier nicht mitkommt, ist alles gut. Und so können wir die Umgebung hier schon mal ein wenig säubern. Denn es wäre doch recht chaotisch, wenn mitten im Kampf von allen Seiten Skeletten kommen würden. Komm, 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 komm. Wo bist du? Scheißding.
Da ist was Rotes. Ja, das ist ein normaler Magier. Ah, und der Zauberspruch geht nicht durch die Wände hier. Also wenn wir hier dran vorbeiziehen, treffen wir trotzdem die Wände. Das ist ganz schön ärgerlich. Oh, oh, da kam was Grünes. Das ist er auch nicht. Und wo kommst du jetzt her? Oh, 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 nicht jetzt vom normalen Gegner sterben. Komm, lauf, 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 lauf. Essen. Wo versteckt er sich? Normalerweise kam er immer gleich da am Anfang in dem ersten großen Raum um die Ecke und hat angefangen, seine Todesblitze zu schmeißen. Und jetzt lässt er sich gar nicht blicken. Das ist echt komisch. Also einmal Essen haben wir noch, das essen wir auch gleich. Und danach müssen wir im Notfall halt die Schriftrolle benutzen. Hulalü. 17, 18. Das neue Essen können wir uns sparen. Der Zauberstab hat nur noch 2 Ladungen. Ich glaube, ich wechsle mal doch lieber auf den langsameren Feuerdingens. So. So, das ist nur ein normaler Magier. Der tut zwar trotzdem ganz schön weh. Allerdings hat er keine Todesblitze. Aber ja, ausweichen kann man da einigermaßen knicken. Dafür sind wir irgendwie viel zu langsam. Oder ich bin zu langsam. Also wir müssen wirklich auf die Arkantränke setzen. Ja, das ist noch ein normaler. Komm raus. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Wir suchen aber deinen schwarz-beroten Meister. Er kommt jetzt bestimmt aus irgendeiner Ecke und one-hittet mich. Das wäre so nervig. Da ist er doch. Komm schon. Noch einen Trank hinterher. Noch einen Trank hinterher. Keine Ladung mehr. Oh, und wir sind so schon fast tot. Ahaha. Nein. Das war jetzt doof. Okay, zum einen war ich zum hektisch am Ende, weil wir keine Ladung mehr hatten und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Außerdem trifft er uns trotzdem ganz schön stark. Also trotz des Arkantrankes wurden wir noch 1-2 Treffern auf 2 Lebenspunkte runtergeprügelt. Das war also nicht so gut. Und wir haben noch was gesehen. Und zwar in dem Raum, wo der Arkanmagier sich aufgehalten hatte, dieser Schwarzmagier, war eine rote Kugel ganz hinten. Ich denke mal, das Ding müssen wir einsammeln und dann wieder den Dungeon verlassen. Ja, schade. Also wir haben schon mal einen Schritt weiter. Wir haben 9 Schritt vorangetan. Wir haben ihn verletzen können mit 1-2 Treffern. Wir haben selber 1-2 Treffer von ihm ausgehalten. Wir haben den Gegenstand dahinter gefunden. Und wir werden wohl im nächsten Leben dann versuchen müssen, das Ganze irgendwie ein bisschen günstiger anzugehen. Ich sollte auf jeden Fall 2 Stäbe mindestens in die Hotleiste tun. Oder von vornherein in Nahkampf gehen. Das können wir auch noch mal probieren. Ist natürlich nur etwas ärgerlich, dass wir jedes Mal ein ganz neues Leben anfangen müssen. Nur für den Versuch, gegen den Endgegner zu kämpfen. Aber so ist das hier halt. Aber na gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Leben. Bye, bye.